Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Baupart von Sims 2 der dritten Staffel. Wir sind hier immer noch, deswegen zeige ich euch das gerade so hübsch. In unserem, hübschen zweiten Stock angekommen. Den habe ich im letzten Part. Oh, da ist eine Decke, sehe ich gerade. Hä? Habe ich auch noch nie gesehen. Da schwebt eine Decke. Warum schwebt die da rum? Ich habe Sachen. Das gibt's überhaupt nicht. Warum habe ich hier eine Decke drin? Ja, also jedenfalls, wie ihr seht, wir haben ein. Ah, nein, stopp, zurück, zurück, zurück. Nicht die alten Decken kaputt machen. Wir haben hier einen zweiten Stock draufgesetzt, ein zweites Stockwerk. Ja, bin ich schon ganz happy mit und wir haben die Außenfassade schon gemacht. Fenster sind auch schon vorhanden. Insofern alles gut. Ein Dach gibt's auch. Nee, Dach gibt's noch nicht. Genau, das habe ich erst entfernen müssen, weil ich natürlich verpeilt war und ich wollte eine Treppe einziehen, ne? Wollte hier eigentlich eine Treppe hinmachen, die nach oben führt. Ich habe mich für diese Ecke entschieden, weil die nicht gebraucht wird. So, dachte mir, Treppe nach oben, alles gut. Also die erste, meine Verbindungstreppe, will wieder nicht. Eine normale Treppe fand ich dann auch irgendwie doof, also habe ich mich für die Wendeltreppe entschieden. Die ging aber nicht, weil die Decke zu niedrig war. Also heißt auf Deutsch, wir hätten hier unterschiedliche Wandhöhen. Das habe ich überprüft, konnte nicht sein. Was aber war, das Dach war im Weg. Das schreibt einem das Spiel ja aber nicht, ne? Also war ich eine ganze Zeit lang hier ziemlich verpeilt am Rumfummeln. Nun gut, wie ihr seht, wir haben eine Treppe und jetzt geht's weiter. Wir müssen natürlich hier ein paar Zimmer hinbauen. Da hatte ich eine Idee, weil wir brauchen natürlich auch. Machen wir doch da gerade zu. Das ist irgendwie blöd, wenn da immer so Lücken sind, wo sich die Sims hinterher versteckeln können oder so, ne? Dann können wir dieses Ding da. Ich komme immer wieder nicht dran. Gib mir, warte mal, kann ich das besser sehen? Ja. So sehe ich das besser. Dann machen wir nämlich dieses komische Ding wieder weg. Braucht es ja dann keiner. Der Schornstein ist jetzt ummauert. Insofern alles gut. So. Dann hätte ich gern wieder ein bisschen mehr Wand. So. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall Badezimmer. Wir haben, also wir sind momentan drei Personen. Wir kriegen noch eine vierte Person dazu. Das heißt, hier oben muss auf jeden Fall ein Badezimmer hin. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich es hierhin machen will oder lieber dahin. Ich glaube, hier ist sinnvoller, weil hier die zwei Kinderzimmer hin sollen. Also hier schon mal würde ich sagen, könnte Samiras Zimmer bleiben. Die zieht einfach nur eine Etage höher. Zack, bumm. Dann hat die weiterhin ihr super geniales Zimmerchen und wird einfach nur nach oben gepflanzt. Dann haben wir, würde ich sagen, warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ich sehe wieder nichts. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist schon schön groß, ne? Kann man was mitmachen, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann kommt hier die Wand hin. Wie viele Dinge hast du da drin? 6, 6 mal 6, okay. Dass das andere Geschwisterchen nicht benachteiligt wird, ne? Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, oh, 6. Ah, das geht gerade so. Wird eng. Wird eng, Leute. Das ist aber ganz schön groß. Nee, das ist zu groß, oder? Ich gebe den mal wieder weg. 5 reicht. 5 reicht. Ist das jetzt genau? Ah, doch. Ja, aber mehr als 5 kriegt er nicht. Also, oh, das ist sonst zu groß. Ist ein bisschen kleiner. Ah, dann hat ein Kind ein kleineres Zimmerchen. Ist doch egal, oder? Oder? Stört das? Wenn es ein bisschen größer ist? Wartet mal, ich muss mal gucken. Ha, sie hat es ja nicht komplett. Stimmt, normal, weil hier das Badezimmer mit drin ist. Egal, ich denke mal. Hat sie halt wieder einen Vorteil, ne? Ja, weil hier wollte ich dann das Badezimmer für die beiden hinbasteln, dachte ich mir so. Dum, 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 dum.
Oder man könnte es machen wie unten auch. Na. Dann ist aber trotzdem das Problem, dass ihr Zimmer größer ist als seins. Oder ja, es sollte, wenn es geht, ein Junge werden. Das wollte ich noch verraten. Oder wir machen hier die Wand noch weg. Damit das alles. Wartet mal. Können es ja so machen. So. Gut. Dann haben beide 5 Fünferzimmer. Ja. Und dann haben wir hier auf jeden Fall Platz genug. Platz genug für ein schönes, großes Badezimmer. Für beide. Also, ne? Das könnte man dann durchaus machen hier. So zum Beispiel. Ah, halt. Nicht nach dem Punkt. So. Und dann hätten sie hier ein Badezimmer, was sie sich sogar teilen könnten. Wo von jeder Seite die Tür reinkommt. Das ist denen ihr Privatbadezimmer. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, die Idee. Ja. Doch, irgendwie cool. Dann haben die hier hinten ihre Zimmerchen. Das ist okay. Auch so mit den Fenstern. Warte mal, wenn ich die Fenster jetzt von der Seite angucke. Von innen drinnen sieht es ein bisschen anders aus, als wie von außen immer. Die Fenster sitzen an einer blöden Stelle eigentlich. Aber gut. Ja. Na gut, müssen wir mal schauen. Mal. Ja doch, muss schon irgendwie so sein. Das Fenster hier gefällt mir gerade nicht so. Das würde ich gerne ändern. Kommst du mal weg? Da kommt auch so eins wieder hin. So. Gut. Ich glaube, das gefällt mir hier außen besser. Ja, gut. So, okay, dann hätten wir das da hinten als den Kinderbereich. Ein schöner, großzügiger Flur, da kann man Sachen unterbringen. Man kann aber auch noch ein paar Zimmerchen abtrennen, zum Beispiel. Hatte ich überlegt, ob wir ein Zimmer machen, so eine Art Büro vielleicht und noch so eine Art Hobbyraum oder irgend sowas. Da haben ja zum Beispiel unsere fitnessverrückte Tyson. Müssen wir mal gucken. Wo würde das denn hinpassen, zum Beispiel? Wenn man jetzt hier hochkommt. Hier so. Warte mal, wie groß wäre dann das Zimmer? 1, 2, 3 nur. Nee, komm. Kann auch ein bisschen größer sein, finde ich. Hier so. 1, 2, 3. Und hier, ah ja, ich habe eine Idee, was ich mal machen kann. Hey, cool, oder? Das sieht auch mal anders aus, ja. Dann könnte sie hier zum Beispiel ihren Fitnessraum haben. Ja, finde ich nicht schlecht. Tata. Dann haben wir ja noch diesen besonderen komischen Platz. Müsste ich nur gucken, wie ich das hier hinten mache. Mir fehlt immer die Draufsicht. Da müsste ich hier ein paar... Ah, jetzt stört der blöde Kamin aber schon ganz schön da in der Ecke. Oder man macht es direkt nebendran. Bin mir gerade nicht so klar. Ich will hier nicht zu dünnen, also ich will keinen zu schlauchmäßigen Durchgang haben. Weil sonst hängen mir irgendwie die Sims da immer fest, denke ich mir gerade. Deswegen, also so den Platz will ich schon belassen als Flurplatz. Heißt aber auch, ich kann das Zimmer nicht so groß machen, wie ich es gerne hätte. Und wenn ich hier rausbaue, ist es auch blöd.
Es sei denn, ich mach den Kram doch wieder weg. Also das Einzäunen hier von dem Kamin-Dingsbums da. Aber den Kamin bin ich mir halt immer nicht. Ich hasse Kamine, ich weiß auch warum. Wer braucht denn bitte Kamine? Man könnte höchstens hingehen. Das wäre auch noch eine Idee. Man muss ja keinen Balkon haben, der so groß ist wie da unten die Terrasse. Nö, muss man nicht haben. Man könnte hier hinten nämlich noch ein ganz tolles Zimmer hinbasteln. Okay, dann basteln wir wieder um. Wir basteln um. Zack. So. So. Okay. Ich brauche trotzdem eine... wir könnten... Warte mal. So ungefähr. Halt, was habe ich gemacht? Nein, rückgängig. Ach, ich sehe immer nichts. Das ist mein Problem. Ich muss es so rummachen. Ich wollte an den doofen Zaun. Gib mir doch erstmal die Dinger. So. Dann brauche ich den Zaun wieder. Komischen Zaun da. Zaun. Ja, das Ding. Ja, weiter. Noch eins. Komm. Ah, mach mal so. Okay. So, jetzt brauche ich wieder Wand. Zack, zack. So. Bis dahin. Sag ich mal. Und dann... So. Mhm. Ja, das ist eine gute Idee. So. Zack. Nein. Einfach dahin. So. Mhm. Ja. Gut. Außen ist wieder fein. Und das können wir ja hier als Balkon belassen. Das ist ja dann kein Ding. Das sieht dann auch ein bisschen netter aus, glaube ich. Wo ist dieses Bronze-Dingsbums? Zack. So. Ja. Ja, doch. Das geht auch so mit den Lämpchen. Das kann man so lassen, denke ich mal. Was jetzt hier fehlt, ist ein Fenster oder sowas. Oder eine Glastür, genau. Eine Tür, die nach draußen führt dann noch. Okay. So, dann können wir mal... was haben wir hier eigentlich für einen Boden? Ist ja egal. Können wir den Boden irgendwie wegmachen? Der ist doof, der Boden da. Ja. Egal. Dann habe ich ja gar keinen Boden mehr. Nee, das ist auch blöd. Egal. Ich weiß nicht mehr, wie man den Fußboden ändert. Aber egal. Lassen wir es erstmal so. Auf jeden Fall wollte ich noch eine Wand einziehen. Und zwar hier. Dann, oder? Oder? Na. Aber 1, 2, 3, 4, halt, ich muss gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch, das sollte reichen, so als Hobbyraum, als Dingsbumszimmer, als was weiß ich. Ja, das ist okay. So, dann haben wir noch hier was. Das fände ich auch noch ganz gut, wenn wir hier was machen könnten. Das gibt halt einen komischen Raum. So, und zack. Genau. So. Dann haben wir unsere Zimmer. Dann haben wir das. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Toilettenzimmer. Also, ne? Das dann also als Büroraum, glaube ich, gedacht ist. Könnte ich mir denken oder so. Dann machen wir hier noch ein kleines Badezimmerchen hin. Oder so. So. Meine Güte. Was ein Gedönse hier. So, ist jetzt mal der Grundriss von oben. Finde ich eigentlich irgendwie ganz witzig. Ja.
gar nicht mal so schlecht. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Wir können ein paar Sachen von unten mit benutzen. Was sind das für... Warum haben wir so schwarze Türen eigentlich? Kann mir mal einer sagen, warum diese Türen schwarz sind? Ich will mal was gucken. Gibt es die auch in anderen Farben, in schöneren Farben? Jo, nee. Und das... Die würde eigentlich hier unten gehen, oder? Muss doch nicht schwarz sein. Also irgendwie ist das mit schwarz ein bisschen... ja. Fände ich dann in der Farbe aber doch echt besser. Passender zu dem, was hier unten an Tapete hängt. Wieso, um Himmels Willen, habe ich schwarze Türen gehabt? Das muss mir mal einer erklären. Nee, das passt schon viel besser, ja. Gut, auf jeden Fall wollen wir die Türe, wie sie jetzt ist, nehmen und packen die nach oben. So, meine süße Maus, du kriegst hier eine Tür hin, dann kommt wieder, ja, würde ich sagen, hier eine Tür hin und dann kommt da eine Tür hin. Zack. So, einmal, zweimal, dreimal. Türe. Wir brauchen noch mehr Türen. So. Hier eine Tür hin. Da. Warte. Dann hätte ich gern da eine Tür. Du, Tür, kommst hier rein. So. Ach, irgendwie gerade cool. So, und dann auf der anderen Seite brauchen wir auch noch eine Türe. Die soll, nee, andersrum. Geh mal. Ich will dich in die andere Richtung haben, Türe. Ach, ja, so rum, aber... Danke. Manchmal muss man sich einfach mit Tricks zu helfen wissen. So, Türen haben wir jetzt hier überall. Das ist schon mal gut. Fenster sieht eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Also von der Helligkeit in den Räumen, ja, da fehlt ein Fenster. Hier fehlt definitiv ein Fenster und da bräuchte man vielleicht auch noch eins. Okay. Ansonsten geht's mit der Verteilung. Dann ist es wenigstens von außen symmetrisch. Okay. Na ja, gut. Müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt hier noch ein Fenster hinmache. Aber hier kommt ja auch die Balkontür rein. Und unten drunter haben wir natürlich nichts. Das heißt, da könnte auch durchaus noch so ein Fenster hin. Gut, das heißt, wir schnappen uns dieses schöne Fenster und packen es hier hin am besten, würde ich sagen. Und dann brauchen wir natürlich, wie gesagt, die Tür nach draußen. Da brauche ich eine Türe. Hätte ich gerne eine ganz normale, so eine Glastür. Und an der anders als an der anderen. Eindruck von Freiheit, Glastür. Für 105. Was ist an dir besser? Fast unsichtbare Glastür. Ich nehme es mal in weiß. Im Moment erstmal so. Zack. Ach, und schon hast du mehr Licht. Für einen Hobbyraum ist das immer gut. Und unser Toilettenraum bräuchte auch noch irgendwie eine Lampe oder einen Blick nach außen vielleicht. Ja, mache ich da auch so ein Fenster hin oder ist da ein anderes besser? Eigentlich nehme ich ja für Toiletten immer diese Fenster, mit einem keiner reingucken kann. Jetzt sind die im zweiten Stock, also könnte man auch ein normales Fenster nehmen eigentlich. Stimmt schon. Ja, gut, dann... hier hin. Ah. Oh, passt so, oder? Ja, geht so. Ich denke, das geht so. Gut, dann haben wir jetzt da auch unsere Fenster. Überall, wo sie hin müssen. Ja. Ist in Ordnung. So, jetzt heißt es eigentlich nur noch Dach drauf. Sollte ich nicht vergessen, das machen wir jetzt dann direkt am besten. Damit wir nicht wieder reingeregnet bekommen. So, was hätte ich denn gern? Ja, das Problem war, vorher war das so ein Dach. Aber jetzt müssen wir gucken. So, sieht doch gut aus. Ja, eigentlich prima. Fein. Ich habe natürlich vorher nicht auf die Dachfarbe geachtet. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Das sieht gut aus. Doch, hat was. Ja, gefällt. Und wir haben ein Dach und es ist überall...
dicht und es regnet und schneit nicht irgendwo rein. Das ist ja immerhin wichtig, ne? Gut, dann können wir jetzt hier weitermachen. Und ich würde sagen, ich übernehme erstmal Lenas Zimmer, damit die dann weiß, dass sie da oben wohnt. Hm? Ja. Oder machen wir das erst, wenn sie Teenie wird? Ich weiß es noch nicht. Ach Mann. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt natürlich alles nehmen, kopieren und alles nach oben räumen. Dann kann sie direkt oben einziehen. Ist aber ein bisschen alleine da oben. Hm. Weiß nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, ob ich oben bei dieser Gestaltung bleiben will, so wie sie jetzt hier unten ist. Oder ob ich oben nicht vielleicht eher auch ein bisschen heller werden möchte. Wobei mir die Farben hier saugut gefallen. Ist alles noch nicht so ganz klar, Mensch. Ja, ja, ja. Wir brauchen noch... Aber jetzt habe ich hier die Sachen weg. Das heißt, ich muss irgendwo auch mit den Katzensachen wieder hin. Heißt, die Katzen, die Tiere sollten hier unten ihr Zimmer kriegen. Das war eigentlich so mein Plan, das hier zum Tierzimmer zu machen. Ja gut, wir können ja schon mal mit ihrem Zimmer anfangen. Warum denn nicht? Packen wir mal den Teppich nach oben. Hier so, patsch. Dann gehen wir und schnappen uns diese Teddybärchen. Die habe ich da in einen gewissen Umkreis gesetzt. So, nee. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die hingesetzt habe. Hilfe, wie sitzen die denn da unten? Immer, ich muss so bleiben, damit ich ungefähr sehen kann. Da, da und da. Die gucken alle in die Richtung. Okay, also du dahin, du dahin und du da. So. Ne? So ungefähr wie... Oh, da ist ich hier... Und in der Mitte eine Schleife. Ah, ja, okay. Die muss noch mit. Die Schleife soll auch mit. Ja. Die kommt dann hier hin. Ja, so, genau. So, was haben wir unten noch? Warte. Ich glaube, das war's. Gut, dann haben wir die Tapete. Alles klar. Komm her, Tapete. Großer Bär. Grün. Zack. Aha. Ja. Schön. Und was fehlt noch? Nichts mehr. Jetzt eigentlich nur noch die Einrichtung. Okay. Dann wollen wir mal. Gut. Die Pflanze kommt hoch. Ui. So. Dann fangen wir mal an. Das Ding kommt nach oben. Oh, da ist ein Spiegel. Der ist schön, aber das gibt jetzt ein kleines Problemchen. Ah, wohin mit dem Spiegel? Ich stelle ihn mal dahin. Häng ihn mal dahin kurz. Ja. So. Halt! Nein! Oh, rückgängig, rückgängig. Hilfe! Wo ist es? Oh. Ich klatsche immer irgendwas irgendwo hin. Das ist dann natürlich äußerst sinnvoll. Ach Gott, nee, ehrlich. So, okay, die Seite haben wir. Dann kommt das Ding hoch. Hier kleiner Wuschelfahn. Das Schäfchenbild kommt hier hin. Soll ja genau so sein, wie es jetzt ist. Ne? Sie soll sich ja weiterhin wohlfühlen. Noch ändern wir da an den Sachen nichts. Deswegen, das bleibt so. Dann kommst du. Glaub hier hin, ne? Ja. Dann kommt der Schreibtisch. Ja. Alles bestens. Das passt gut. Und der Stuhl. Ja, ja. Und dann kommt das Poster. Yummy, yummy. Da. So. Nächste Ecke. Ach Gott, ich liebe es, wenn ich einfach nur von unten nach oben alles hin und her basteln kann. Das macht Spaß. Das ist schön. So muss das sein eigentlich. So, warte mal. Jetzt habe ich hier... Ah ja, das ist auch so ein Wandbild. Kann man einfach nehmen und
da wieder hinpacken. Sehr schön. So muss es sein. Der Baum kommt in die Ecke. Ja. Und dann kommt vor dem Baum aber das Häuschen. Ja, okay. Mhm. So. Ja, dann haben wir die Ecke auch. So, dann ist die Seite noch dran. Jetzt wird's interessant, weil jetzt habe ich ja den komischen Spiegel da hängen und wir haben die Ecke nicht mehr. Bin gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Weil das muss jetzt hier so hin und dann haben wir das. Die Ecke fehlt halt noch. Aber es geht. Ja, doch geht. Funktioniert. Passt. Sie kann sich immer noch hinsetzen. Und er hat halt jetzt hier den Spiegel hängen, weil da das Fenster ist. Das Fenster jetzt umräumen wäre ja auch irgendwie Quatsch gewesen. Ne? So, fein. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann fehlt nur noch die kleine Maus hier mit ihrem Kram. Das muss noch hoch. War das? Nee, halt. Hilfe! Ich sehe nichts. So, ich glaube, das war hier, oder? Wo war denn das? Ah! Wo hat denn das gestanden? Warum gibt es hier keine Draufsicht, keine gescheite? Ich lasse es mal so. Ich weiß nicht mehr, wo es jetzt gestanden hat. Ich glaube, es war ein Stück weiter vorne. Es war über dem... So. Ja, egal. Gut, dann das Autochen noch. Genau, das fehlt noch. Das ist hier noch im Weg. Und das war's. Das heißt, wir haben unten leer. Mhm. Jo. Lampe. Lass ich's bei der Lampe oder kriegt sie mal eine andere Lampe? Was für eine Lampe gebe ich dir denn? Lass mal gucken. Lampe, Lampe, Lampe. Irgendeine schöne Kinderlampe. Haben wir sowas? Was ist das da? Ist das was, was für Kinder sinnvoll ist? Löwenmähne. Boah, das sieht doch cool aus, oder? Hier so eine Löwenmähnenlampe. Ja, ich glaube, die ist ganz hübsch. Das nehme ich mal. Gucken wir mal, ob das mit der Helligkeit dann auch Sinn macht. Aber die sieht irgendwie von oben gerade ganz nett aus. So, dann haben wir schon mal Lampe. Dann brauche ich hier im Bad, will ich. Wie will ich denn das Bad diesmal haben? Das ist eine gute Frage. Oh Gott. Im Badezimmer. Was soll denn überhaupt rein ins Bad? Gib mal her. Ich hätte hier schon gern ein ordentlich schönes Bad. Vielleicht auch mal mit so einer genialen Toilette drin. So, hier. Und dann hätte ich gerne... reicht hier eine Dusche? Oder machen wir wieder wie unten Duschbad? Und wenn ja, welche Farbe? Warte mal. Ich habe da so eine Idee. Das. Du bist falsch rum. Ich wollte es nur mal sagen. So. Toilette, Dusche. Gib mir mal Halbwand. Also, wenn ich das wirklich so machen wollte. Ah, nee. Die kommen doch von der Seite. Ich mache keinen Zugang zu jeweils dem anderen Zimmer. Das ist sonst zu blöd. So. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, ob ich ein normales Waschbecken hinstellen will oder ob ich mal ein bisschen was anderes probiere. Warte mal, da könnte man aber auch... Ey, so und so. bam, bam, bam. Warte mal kurz. Dich gibt's nicht in weiß. Dich gibt's in weiß. Das sieht aber immer so ein bisschen fad aus. Eher so. Was ist das denn für Farben?
Auch grausige Farben. Nee, mag ich nicht. Das gibt's auch in dem Sinne nicht in weiß, sondern nur so komisch farbig. Bist mir auch nicht meiner. Du bist auch nicht das, was ich brauche. Gucken wir mal. Gibt's dich in weiß? Nee, auch nicht. Aber dich. Dich gibt's da in weiß. Zum Beispiel so. So. Warte mal, ich will noch mal was gucken. Ich könnte das sogar in Rot machen. Warte mal. Ach Mann, jetzt mach's doch mal. Ja, gib mal kurz her. Ich will mal gucken. Wenn wir das mit dem... Das sieht eigentlich auch cool aus. Das sieht auch cool aus. Ja, das machen wir mal. Ja. Okay. Und da auch. Ja, das wird mal ein ganz anderes Zimmer. Ganz anderes Badezimmer. Jo, warum nicht? Warum immer so komische Farben, ne? Man sollte auch manchmal Mut zur Farbe haben. Und ich brauche das manchmal. So, warte mal, nee, ich gehe erst mal gucken, was an die Wand kommt, bevor ich den Boden auswähle. Ach Gott, ich hatte da so eine Idee, so eine ganz verrückte Idee. Wird's dann zu krass mit dem Rot? Ich hab ja Badezimmer, ne? Irgendwie, ja, ich weiß nicht. Aber es sieht irgendwie... Es wäre mal was anderes. Es wäre halt mal ein ganz anderes Badezimmerchen. Ha, wir können natürlich eher auch bei Weiß bleiben. Oder einfach so absetzen. Ja, ist auch ganz nett. Das geht auch. Das da fände ich dann ein bisschen übertrieben, zumal das Rot nicht so ganz passend ist. Das ist mir dann schon wieder zu... Ganz rot... Also, das wir so machen, das ist mir dann... nee, da kriege ich Augenkrebs von. Aber das andere mit dem Leckerschmecker, irgendwie fände ich das schon nice. Können auch einfach so, oh wie weiß und fertig. Und dann halt die roten Akzente durch eben die, Dings. Ja, ich glaube, für ein Badezimmer ist das noch angesagter als das andere, was ich geplant hatte. Komm, nehmen wir erstmal das. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee mit dem Rot fandet. Wir können natürlich jetzt einen roten Fußboden zum Beispiel nehmen. Sowas. Ja, könnte man machen. Muss man aber nicht. Oder hier so ein... Der ist dann noch ein bisschen dunkelroter. Ja, könnte man überlegen. Können ihn aber auch einfach weiß lassen und dann ist es auch in Ordnung, denke ich mal. So. Wobei, das ist eher grau. Kann das sein? Wartet mal, ich suche was Weißeres. Hier hätten wir auch, also wenn wir das Leckerschmecker-Ding nehmen würden, könnten wir auch wirklich diese Fliese nehmen. Wobei, die würde sogar jetzt einigermaßen passen. Ist echt eine Überlegung wert. du passt nicht, du passt nicht. Ich suche eine weiße Fliese, die auch bitte weiß aussieht. Gefälligst. Also irgendwie sehen die gerade alle irgendwie grau aus. Ich kann mir nicht helfen. Mauer, woran liegt das? Du? Das sieht noch am besten aus. Vorerst. Warte mal. Ja, die mag ich eigentlich, aber in heller. Also irgendwie haben die da unten alle... So einen leichten Dunkelstich. Kann mir nicht helfen. Auch bei denen, wo ich weiß, dass sie weiß sind. Das da. Neutrale Toilettenfliese. Das. Oh, mit Farbe. Ja, cool hier. Hier so ein bisschen. Nee, ich glaube, dann nehme ich jetzt wirklich erstmal das, oder? Oder nehme ich dann als Fußboden das Rote? Es ist schwierig, es ist schwierig. Ich will es nicht übertreiben. Wobei das auch irgendwie cool ist.
Nee, ich nehme erstmal das Weiße. Wie gesagt, ihr könnt mir das mal erzählen im Kommentar, wie ihr das finden würdet, wenn ich die Wand jetzt, wie gesagt, auch mit diesem roten Leckerschmecker-Zeug mache und dann vielleicht den Fußboden auch noch dazu. Ob ihr das cool findet oder nicht. Oder ob ihr sagt, nee, lieber so ein bisschen dezenter noch das Ganze. Ja, ne? Man kann ja dann immer noch gucken wegen Deko. Wartet mal, vielleicht finde ich da ja was Hübsches. Deko. Die haben ja immer hier nichts Gescheites. Rot gab es in dem Sinne ja nicht. Nee. Rot in dem Sinn gab es nicht. Hier auch nicht. Ja gut, doch, da gibt es einen roten. Das ist aber mehr braun als rot. Nee, das sieht doof aus. Kann ich mir nicht helfen. Sieht einfach nur doof aus. Das Ding wäre vielleicht interessant. Könnte man so... Weiß nicht. So machen. So unters Klo vielleicht. Es hat irgendwie was, ja. Ansonsten können wir Bälle hinschmeißen. Da, der große rote Ball. Warte mal. Wie sieht das aus? Wenn du aus der Wanne kommst, kannst du auf so einen roten Ball treten. Das ist doch auch mal nett, oder? Lustig. Ich finde das irgendwie witzig gerade. Ich weiß nicht, was ein Ball... Ein Wasserball vielleicht dann als Wasserball. Warte mal. Ja, das andere ist auch kein Ball. In dem Sinne, ja, der sieht wieder eher braun als sonst wie aus. Ja, und sowas. Könnte man nehmen, ja. Soll das das Wasserstoffmolekül sein? Weiß nicht, nee. Fällt mir jetzt auch nicht so gut. Ach ja, ansonsten hat man halt hier nicht viel Auswahl. Ich zumindest. Ich lasse es mal so. Meinetwegen mit dem Ball dabei. Wir brauchen nämlich noch was. Ist mir eingefallen. Wir brauchen vielleicht noch ein Waschbecken. Macht Sinn, oder? So. Und ein Spiegel wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Spiegel. Welchen Spiegel nehmen wir denn hier mal? Bam, bam, bam. Vielleicht mal einen zum Aufhängen. Und nicht immer das Spiegelschränkchen. Ich fände sowas vielleicht auch mal ganz nett. So. Dann könnte man noch ein bisschen Deko auf die Dings tun. Hat man denn hier irgend so Krams, der irgendwie... nee, das ist es nicht. Ja, es gab doch mal irgendwo so ein... Ah, hier. So, ein herrliches Durcheinander. Sieht doch auch immer irgendwie cool aus. So ein bisschen wie... Ja, eigentlich ist es eher Nähzeug, wenn man genauer guckt. Aber könnte auch Schmuckschatulle sein. Oder, ich weiß nicht, Schminkkästchen. Oder, ach, keine Ahnung. Wir haben hier halt... Da hat man halt, sage ich mal, woanders schon viel mehr Möglichkeiten. Hier gibt es nicht so viel. Aber ja, ist es besser als nichts. Und vielleicht noch so ein paar Kerzen auf den anderen Tisch dann... Ist das doch auch ganz nett. Warte mal. Glaube, ja. So. Natürlich in Rot, was sonst? Oder soll ich die Farbe von den Kerzen anpassen? Warte mal. Wenn die gelb werden, wie sieht das aus? Nee, nicht besser. Nee, lassen wir. Lassen wir es, wie es ist. Das ist schon okay so. Gut. Was habe ich sonst noch gern in meinem Bad? Ach ja, doch, da fehlt noch was. Da fehlt noch was, da fehlt noch was. Mein herkömmliches, allerliebstes, wo ist es denn? Wo ist denn dieses... nicht die Tafel, nee. Ist es noch eins weiter? Mein Badezimmerbild. Ich suche gerade mein Badezimmerbildchen. Ist denn das? Das, was ich immer gerne ins Badezimmer hängen. Bin ich gerade wieder blind? Das kann natürlich sein. Was ist das da? Nee, das ist die Katze. Gott, Leute, helft mir. Wo ist mein Badezimmerbildchen? So weit hinten war das doch nicht. Nee. Um Gottes Willen. Das Badezimmerbild war doch immer weit vorne. Da ist es doch. Hallo. Und natürlich dann jetzt in Rot. Passend. Gut.
finde, das sieht irgendwie witzig aus. Doch, das hat was. Und dann brauchen wir noch eine Lampe. Und dann ist das nächste Zimmer fertig. Beleuchtung, genau. Du kriegst hier wieder die ganz normale Lampe rein. Oder? Ja. So. Ich denke, das ist in Ordnung. Gut. Eine Tür haben wir. Wir haben ein bisschen Teppich drin. Wir haben ein bisschen Deko drin. Ja. Ja. Ich denke mal, das könnte man erstmal so lassen als Badezimmer für hier oben. Wenn es da ein Junge reinkommt, muss er sich mit dem Rot anfreunden oder wir ändern es dann halt nochmal um. Aber ich denke, so kann man es doch schon mal lassen. Ne? So. Dann muss ich mal jetzt auf die Uhr gucken. Ach Gott, ich habe die Zeit schon wieder komplett vergessen. Juhu! Schande auch! Oh Mann, das waren ja quasi schon wieder zwei Folgen. Na ja, gut. Okay, das, du Heiliger. Ich und hier renovieren, ne? Wenn ich da mal anfange, dann hört das einfach nicht mehr auf. Gut, dann würde ich sagen, war das jetzt auch das Bild für den Tag. freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Dann werden wir halt nochmal eine kleine Baufolge bringen. Ja, so ein Anbau kostet halt doch ein bisschen Zeit. Allzu viel werde ich jetzt aber nicht mehr machen, nur noch das Grobe und dann reicht es erstmal mit Bauen. Dann haben wir halt eine Woche, wo nichts in der Geschichte, in der Story weiter passiert ist. Naja, egal. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.